Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es mal weiter mit den Tuning-Videos von dem neuen Update Zack Contract DLC. Und zwar ist seit heute Donnerstag ein neues Motorrad ins Spiel hinzugefügt worden. Und zwar geht es um die Nakazaki Shinobi. Und die seht ihr hier auch gerade schon vor mir. Ich werde in diesem Video das Motorrad einmal tunen. Und danach gibt es noch ein kleines Testvideo, also wie sich das Motorrad so fährt. So, das könnt ihr bei Langdale's Motorsport erwerben für einen Preis von 2.480.500 GTA-Dollar. Also der Preis ist echt ganz schön hoch, dafür, dass es sich hierbei nur um ein Motorrad handelt. Also hier zum Beispiel die anderen Fahrzeuge, die waren alle auf jeden Fall günstiger. Also das finde ich auch extrem teuer für ein Motorrad, das sind ja fast 3 Millionen. Also wie gesagt, das muss halt jeder selber wissen, ob er das ausgeben will für so ein Motorrad. Aber ich werde das einmal tunen und danach, nochmal so einen kleinen Test machen. Aber für den Preis lohnt sich das Motorrad auf gar keinen Fall. Kann ich euch jetzt schon sagen, da gibt es glaube ich auch vergleichbare Alternativen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, die 300.000 kosten oder so. Aber ist halt ein teures Bike. Ich denke mal, der Wert Preis ist es nicht gerecht. Aber muss halt jeder selber wissen. So, da können wir die Karosserie ändern. Einmal so eine Heckverkleidung in Sekundärfarbe können wir hinten anbringen. Dann so eine Track-Heckverkleidung und eine Carbon-Heckverkleidung. Da nehme ich einfach mal die Heckverkleidung in Sekundärfarbe. So, dann Motor, da nehme ich Verbesserung 4, wie sonst auch. Dann Auspuff, da hätten wir mal den serienmäßigen Auspuff als Doppelauspuff. Dann gibt es da noch so einen Tuning-Auspuff und den gibt es auch nochmal als Doppelauspuff oder halt den Carbon-Doppelauspuff. Da nehme ich einfach mal den Tuning-Auspuff. So, dann Verkleidung können wir jetzt ändern. Da können wir einmal halt in Sekundärfarbe machen, dann so eine Track GT Rennverkleidung oder halt Carbon Rennverkleidung. Da ändert sich halt unten so ein bisschen was. Da nehme ich einfach mal die Track GT Rennverkleidung. So, Frontschutzblech können wir jetzt nochmal ändern, halt einmal in Sekundärfarbe. Dann gibt es noch so ein Track Schutzblech oder halt in Carbon. Da nehme ich einfach mal das in Carbon. So, dann Benzintank können wir jetzt noch ändern. Da gibt es auch einmal Track in Sekundärfarbe, dann so ein Track-Tank, eigentlich fast das gleiche. Also ändert sich minimal was vom Aussehen oder halt den Carbon-Tank. Da nehme ich einfach mal den Track, das ist einfach nur ein ganz normaler Tank in Sekundärfarbe. Also das ist halt echt nicht viel. Da nehme ich einfach mal den Track-Tank, so, dann Lichter, da mache ich mal Tierenscheinwerfer rein, wie sonst auch. So, dann haben wir jetzt 11 Designs. Ich zeige euch die alle einfach einmal. Da brauche ich ja nicht viel zu sagen. Dann kommt jetzt ein bisschen Musik. So Leute, das waren dann auch schon alle 11 Designs. Da nehme ich einfach mal dieses Jagdtarnmuster. Ich finde das eigentlich ganz cool mit diesem Hai drauf oder was das sein soll. Müsst ihr halt selber wissen, welches Design euch da am meisten gefällt. So, dann Kennzeichen, Nummernschild nehme ich gelb auf schwarz. So, Lackierung mache ich ganz am Ende. So, dann baue ich nochmal ein Supergetriebe ein. Dann noch Turbo-Tuning rein. Und jetzt können wir halt die Reifen noch ändern. Da können wir halt die Felgen nochmal so ein bisschen anpassen. Da nehme ich, denke ich mal, weiß ich gar nicht, welches ich da nehme. Ist halt auch wieder Geschmackssache. Da nehme ich einfach mal,
glaube, ich hatte hier eben eins gesehen. Ja, nehme ich einfach mal hier diese Felgen. So, dann mache ich die mal auch aufs Hinterrad drauf. Dann passt das. So, dann Felgenfarbe. Da mache ich einfach mal... Ja, okay, da ändert sich ganz wenig. Ich lasse das einfach mal so, wie es ist. So, jetzt können wir, glaube ich, noch ein Reifenmuster anbringen. Ja, aber das gefällt mir eigentlich nicht so. Also das lasse ich weg. Und dann Reifenverbesserung, Reifenqualm. Dann nehme ich einfach mal die schusssicheren Reifen. Dann kann mir da keiner die Reifen kaputt schießen. So, dann Reifenqualm. Nehme ich einfach mal einen blauen Reifenqualm. So, dann war es das eigentlich auch schon. Also wir können jetzt noch Lackierung ändern. Aber ich denke, das Design, das, ja, ist schon, ja, da können wir jetzt nicht viel ändern. Von davon her lasse ich das einfach mal so, wie es ist. Also ihr seht, auch die Tuning-Optionen sind eigentlich an diesem Motorrad echt wenig. Oder beziehungsweise, wir können halt, ja, so ein bisschen was ändern. Aber wirklich geändert, oder wirklich ändern an diesem Motorrad können wir eigentlich nichts. Bis halt auf den Auspuff und die Felgen. Und dann halt die Kleinigkeiten, die jetzt aber auch nicht so auffallen, finde ich. Und dann halt die Designs, die sind eigentlich ganz cool. Aber ja, für den Preis, für die 2.500.000 ungefähr, finde ich, lohnt sich das überhaupt nicht. Also wenn ihr schon ein paar Motorräder habt, dann reicht das auf jeden Fall. Also eventuell werde ich auch nochmal ein Testvideo machen, wo ich dann das Motorrad mit einem anderen Motorrad vergleiche, was nicht ansatzweise so teuer ist, weil ich finde das echt ganz schön übertrieben, diese fast 3 Millionen zu bezahlen für nur ein Motorrad. Ja, aber das wissen wir ja auch schon von Rockstar Games, dass die Preise echt immer überteuert machen. Und zwar übertrieben überteuert, würde ich sagen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ja, die Preise allgemein oder halt auch vom neuen Update. Also ich fand, bis jetzt gingen die Preise eigentlich, aber ja, ich finde, dieses Motorrad ist einfach zu teuer. Dafür, dass es halt neu ist und so teuer ist, würde ich mir auch nicht unbedingt holen. Also klar, es ist ganz geil, dass es neu ist und so, aber da gibt es im Vergleich, glaube ich, günstigere Motorräder, die vielleicht nicht so gut sind, aber dafür auch schon ganz gut. Ja, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das Bike auch holen werdet oder nicht. Also ich finde so, man kann in gut in Wheelie ziehen eigentlich. Also das ist eigentlich echt ganz gut. Ja, und sonst fährt es sich eigentlich echt ganz gut. Also vom Handling und so ist das echt in Ordnung. Also da kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Aber wie halt gesagt, ich finde halt den Preis zu teuer. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Hakasaki Drag kostet. Weil die ist eigentlich bis jetzt, glaube ich, das schnellste und beste Motorrad. Ich weiß nicht, ob das hier besser ist. Wie gesagt, da werde ich eventuell nochmal ein Vergleichsvideo machen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich das Motorrad mit anderen Motorrädern vergleiche. Und ja, dann, also wie gesagt, ich würde euch es zu kaufen nicht empfehlen, weil es einfach zu teuer ist. Ich meine, wenn man das Geld hat und sowieso nichts oder nicht weiß, was man mit dem Geld anfangen kann, dann kann man sich das Motorrad ruhig holen. Aber ansonsten allen anderen empfehle ich es nicht zu kaufen, weil es halt einfach zu teuer ist. Könnt ihr ja, wie gesagt, eure Meinung auch mal in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich mir nochmal ein Like freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos rund um GTA Online verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich auch erstmal wieder raus. Ciao, Leute!